freue mich sehr, dass du mal wieder dabei bist. Heute machen wir einen kleinen Mathe-Test. Und ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich befürchte, dass das überhaupt nicht so funktionieren wird, wie ich mir denke. Aber wir versuchen es einfach mal. Ich zeige es euch ganz einfach mal hier. Wir haben diesen Mathe-Test leider mit weißem Hintergrund. Ich kann es leider nicht ändern, auch bei verschiedenen Dingens nicht. Das bedeutet bei verschiedenen Browsern. Ich starte das Ganze mal neu. Wir beginnen jetzt mit diesen Aufgaben um 20 Minuten Zeit. Und mal schauen, wie viele wir richtig bekommen. Herr Meier kaufte 20 Kilogramm Verpackungsmaterialien für 20 Euro. Wie viel muss Herr Meier für 40 Gramm der gleichen Ware zahlen, wenn der Grundpreis gleich ist? Gut, das ist ja sehr einfach, würde ich behaupten. Wir haben 20 Euro, 20 Kilogramm bedeutet, 1 Kilogramm kostet 1 Euro, bedeutet 40 Kilogramm der gleichen Ware beim gleichen Grundpreis sind 40 Euro. Soweit so einfach, ich glaube, aber das wird noch ein bisschen schwerer. Nun gut. Wie hoch ist der Rechnungsbetrag, wenn Herr Meier 2% Skonto bei Bezahlung nutzen, bei Barzahlung nutzen möchte, bei einer Abnahme von 40 Kilogramm Verpackungsmaterialien? Skonto. Skonto bedeutet, dass du etwas gut bekommst. Das bedeutet, dass du 2% weniger zahlen musst bei Barzahlung. Das bedeutet, wir müssten im Prinzip 2% unter 40 Euro liegen. Da das hier aber alles drüber ist, kann keine Antwort richtig sein. Wisst ihr, wie ich meine? Ich müsste jetzt mal eben kurz, ich kann es mal ganz kurz ausrechnen, könnte, da ist es 39,80 dann. Wir sagen 40 Euro und das sind dann noch 98%. Dann sind dann 39,20 Euro, die er zahlen müsste. Dementsprechend, bei 40 Kilogramm Verpackungsmaterialien ist keine Antwort richtig. Ich hoffe, ihr versteht, wie das geht. Das ist also ist quasi wie eine Art Rabatt, wenn du unter einer Bedingung bezahlst. Zum Beispiel häufig auch, dass du sagst, ich bezahle innerhalb von 10 Tagen oder sowas. Herr Meier hat 2 Angebote für eine kleine Reparatur am Haus vorliegen. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Mehrwertsteuer. Das klingt hier mehr so nach Wirtschaftsfragen als nach Mathe, das ist ja auch klar. So, Nettopreise ohne MWSD. Arbeitszeit 4 Stunden a 24, okay. Kosten für Anfahrt 100 und Materialkosten 104 oder 6 Stunden a 20, 110 und 90. Wie hoch ist der Netto-Rechnungsbetrag für Angebot 1? Hier steht nicht, dass man keinen Taschenrechner übrigens nutzen darf, aber ist egal, ne? Also wir haben 24, 48, 72, 96, also 4 mal 24, 96 plus 104 sind 200, 300 Euro. Warum hat man dann Angebot 2 noch? Egal. Ah, okay, wie hoch ist der Netto-Rechnungsbetrag für Angebot 2? 6 mal 20 sind 120 plus 200 sind 320. Ja, warte, nee, 200, 320, ja. Eine Maschine kostet 18 TEUR, also 1000 Euro. Herr Meier hat diese zu einem reduzierten Preis von 14.400 erworben. Wie viel Prozent hat er gespart? Ach du heiliger Gott. Lass mich kurz überlegen. Das sind ja 5.600 weniger. So bedeutet, wir haben 18.000. 10% sind dementsprechend 1.800. Bedeutet 10% weniger wären 16,2. 16,2, ja. 20% weniger, also 3.600 weniger, wären, wenn wir jetzt sagen 18, haben wir 17, 16, 15. Warte mal, 3.600, genau. Ja, sind es richtig, klar. 20%.
Also 3600 draufgerechnet sind 18.000. Korrekt. Ich wollte gerade zum E-Trainer klicken und nicht auf Weiter. Oh Gott, ich glaube, ich bin viel zu langsam, ehrlicherweise, weil ich glaube, es gibt die ganzen Aufgaben noch. Mal schauen. Herr Meier verbraucht mit seinem PKW auf. Oh nein, Dreisatz. Ei, ich rechne das im Taschenrechner immer. Das ist schlecht. Herr Meier verbraucht mit seinem PKW auf 100 Kilometer genau 8 Liter. 100 Kilometer, 8 Liter. Wie viel würde das Fahrzeug bei einem gleichen Fahrverhalten auf einer Strecke von 250 Kilometern verbrauchen? Das sind ja dann einfach 16, 20 Liter. Also das Doppelte, nochmal die Hälfte, sind 20, sind 250, 20 Liter. 8, 16, 20, ja. Klar. Herr Meier benötigt für ein... Oh nein, ich hasse sowas. Herr Meier benötigt für eine Strecke 8 Stunden, wenn er mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 100 km/h fährt. Wie schnell muss er fahren, wenn er die gleiche Strecke in 5 Stunden zurücklegen möchte? Das ist ein bisschen weniger als die Hälfte. Ein bisschen mehr als die Hälfte. Bedeutet, es kann keine 150 sein, es muss ein bisschen langsamer sein. Das sind damit 140. Weil bei 160 müsste er dann schneller sein als, ja, doch, müsste Sinn machen. Für die Produktion von 120 Maschinen setzt Herr Meier, könnt ihr auch mal einen anderen Namen nutzen. Herr Meier, 100, für die Produktion von 120 Maschinen setzt Herr Meier 20 Mitarbeiter 6 Stunden lang ein. 20 Mitarbeiter, 6 Stunden für 120 Maschinen. Ja, macht Sinn. 20 mal 620. Für einen weiteren Auftrag über 100 Maschinen stehen Herr Meier 10 zur Verfügung. Welche Zeit benötigen die 10 Mitarbeiter für den zweiten Auftrag? Also man kann ja sagen, 20 Mitarbeiter benötigen 6 Stunden lang. Also, boah, jetzt habe ich ein Denk. Jetzt habe ich, das ist schwierig jetzt. Ist ja ganz einfach. Wir müssen ja einfach nur 10 mal 10, also brauchen die 10 Stunden. So, das müsste hinhauen. Es kann sein, dass ich mich jetzt vertue, aber ich habe jetzt 20 mal 6, 120, 10 mal 10, 100 gerechnet. Das kann aber auch. Nee, müsste passen. Für die Fertigungsstelle eines. Au kann auch falsch sein. Kann auch komplett. Dreisatz. Ich habe ewig keinen Dreisatz mehr benutzt, sage ich euch so, wie es ist. Für die Fertigungsstelle. Außerdem muss ich mich ein bisschen beeilen. Für die Fertigungsstelle eines Auftrags benötigen 4 Mitarbeiter der Produktion 8 Stunden Alter. 4 Mitarbeiter der Produktion 8 Stunden. Wie viele Mitarbeiter müssten eingesetzt werden, damit der Auftrag in 4 Stunden fertiggestellt wird? Meiner Meinung nach müssten das ja dann die doppelten Mitarbeiter sein, also 8, weil doppelte Mitarbeiter doppelt so schnell heißt von 8 4 Stunden. Also zumindest in der Theorie, in der Praxis ist das nämlich immer so eine Sache. Mehr Mitarbeiter heißt nicht, dass man dann besser wird. Nur mal so. In einer Kantine wird von der Belegschaft bestehend aus 120 Alter, also 120 Personen in 5 Tagen 216 Kilogramm Obst verzehrt. Wie viele Kilogramm Obst würden im gleichen Zeitraum verbraucht werden, wenn die Belegschaft um 10 Personen aufgestockt werden würde? Das bedeutet ja, ich müsste jetzt einen Taschenrechner rausholen, weil ich hätte jetzt das geteilt einfach mal auf die Person runtergerechnet. Ich kann es aber jetzt ehrlicherweise nicht, also gib mir doch einen Taschenrechner, damit. Die Zahlen sind auch zu nah beieinander, um das hier einfach mal hochzurunden auf 220. Das wird es einfacher machen, aber irgendwo auch nicht. Soll ich jetzt einen Taschenrechner benutzen oder nicht? Ich mach's mal nicht. Ich mach's mal nicht. Es ist 10 Personen aufstocken. Also das müssten hier ungefähr, was müssten es sein? 1,4 Kilogramm Obst pro Person. Ungefähr 1,4 und top ungefähr, also ist nicht ganz richtig, müssten dann 230 ungefähr sein. Ja, so ungefähr müsste es hinhauen. Könnte passen, muss aber nicht. So, jetzt kommt Zins- und Prozentsrechnung.
Menschen, da, werden jeden Monat, werden dem Monat 30 Tage und dem Jahr 360 Tage zugrunde gelegt, genau. Okay. Für eine Festgeldanlage erhält Herr Meier nach einem Jahr 2.800 € Zinsen bei einer Verzinsung von 7%. Welcher Betrag wurde vor einem Jahr angelegt? Das sind, ihr müsst überlegen, 7%, wenn wir 10% hätten, dann wären es ja theoretisch, boah, das haut ja alles nicht hin. Das macht ja alles keinen Sinn. Nee, es macht ja gar keinen Sinn, weil 10% Zinsen von 40.000 sind 10%. Ach doch, ja klar, 4.000 ist ja logisch. Ist ja Quatsch. Ich habe gerade 400 gedacht, aber das wären ja bei 4.000. Never mind. 7%. Eieieiei. Boah, das ist sogar, meine ich, rechne halt mit dem Taschenrechner eigentlich. 25.000 € macht keinen Sinn, weil das ist halt offensichtlich 10% wären ja dann sogar 2.500. Bei 30.000 wären es 3.000. 7, müssen aber 35 sein, oder? 30 oder 35? Warte mal, 3.000. Nee, 3.000, 30.000. 10% sind das. Nee, müssen es 30. Es könnten 30.000 sein. Es könnte aber auch alles falsch sein, tatsächlich. Oh nein. Lass mich doch. Sag mal, ich will rechnen. Das ist einfach. Ich müsste nur 30.000 mal 0,07 rechnen. Dann wüsste ich halt, für wie viel Prozent ich dann in dem Jahr rausbekomme. Aber gut. Kopfrechnen, ganz problematisch. Herr Meier hat eine Festgeldanlage von 48.000 € in 5 Monaten. Was? In 5 Monaten? Hat auf eine Festgeldanlage von 48.000 € in 5 Monaten 1.200 € Zinsen erhalten. Welchen Zinssatz hat ihm die Bank gewährt? Ja, ich bin mit solchen Prozentzahlen komplett überfordert. Okay, lass uns kurz hochrechnen. Es sind also in 5 Monaten 1.200. Das bedeutet, wir haben, nicht 200, nicht 250, 225 € ungefähr. Warte mal, 450, ungefähr 225 € im Monat ungefähr. Wir hätten dann 2.400, also so 285 ungefähr in einem Jahr. Ungefähr in einem Jahr. Bei 48.000. 48.000 € in einem Jahr. Wartet mal, 48.000 € in einem Jahr bedeutet ja auch, dass wir, wenn wir es runterrechnen würden, bei 5%. Also wir fangen mal an mit 10%, da hätten wir 4.800, heißt die Hälfte sind 2.400, heißt 5% ist definitiv schon mal zu wenig. Es müssten 6% sein. Es könnten aber auch 7 sein. Zeit habe. Oh mein Gott, ich muss mich beeilen. Okay, ich muss akzeptieren. Ne, warte mal, 7. Ich sag mal 6, aber es könnten auch 7 sein. Ich müsste es ausrechnen jetzt. Ich weiß halt auch nicht, ob ich den Taschenrechner nutzen dürfte oder nicht. Herr Meier möchte vorzeitig seinen Sparvertrag kündigen bei einem Jahreszinssatz von 7. Prozent hat er 1.225 € Zinsen bei einem Anlagebetrag von 42.000 erhalten. Wie lange hatte Herr Meier das Geld angelegt? 42.000. 7%. Wir hatten ja gesagt, 10% wieder gerechnet, wären 4.200, die Hälfte wären 2.100.
Das bedeutet, der müsste das ungefähr 150 Tage angelegt haben. Ich kann nicht mehr genau rechnen, jetzt ehrlicherweise geschätzt. Ich rate mehr jetzt, ja. Also es kann sein, dass da jetzt richtig daneben geht. Bei der Betriebsratswahl, aber es kommt danach noch was, ne? Ja, Umrechnung, shit. Bei der Betriebsratswahl der Max Meyer Einzelhandelsgesellschaft sind von 100 Beschäftigten 85% wahlberechtigt. Wie viele Beschäftigte dürfen wählen? Naja, das sind ja dann 85, ist ja klar. Von 85 wahlberechtigten Beschäftigten haben 68 bei der Betriebsratswahl gewählt. Wie viel Prozent sind das? Das ist jetzt hardcore asozial. Oh shit. Also 50% sind Quatsch, dann wären es nämlich 42,5. Das wäre ja die Hälfte. So. Sein. Es müssten 80, könnten aber auch 85. Oh nein, nein, nein. Oh nee. Ganz schlimm. 10 Millimeter sind 1 Zentimeter, ne? 10 Millimeter sind 1 Zentimeter. Klar, Lineal hat 10 kleine Striche, 1 Zentimeter. Bedeutet 8. Das heißt 10 mal 38 sind 384. Ja. Wie viele Zentimeter sind 43,5? Wie viele Dezim? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ihr seid. Aber wenn ihr aus der Schule seid, ich habe seitdem ich aus der Schule bin, nie wieder in Dezimeter gerechnet. Null. Ich habe nicht mal einen Schimmer mehr, was das für eine Größe ist. Sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe seitdem nicht mehr damit gerechnet. Deswegen, das ist also nie wieder. Ich habe keine Ahnung. Ist es noch was dazwischen davor? Ich sag 2,435, aber das, nee, ich sag komm, 24. Ich habe keine Ahnung. Null. Wie viele Meter sind? Ja, das kann ich dir auch halt nicht sagen. Machen wir so. Ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Wie viele Kilometer sind 67 Zentimeter? Das müsste doch drei Nullen davor sein, oder? Warte mal. 1, 2, 3 müsste sein. Kann ich nochmal zurück? Kann ich nicht. Das ist jetzt ärgerlich und wir haben richtig. 16 von 20, was? Ich habe bei dem Dreisatz mehr falsch gemacht. Lol. Kann ich sehen, welches? Ah ja, guck mal, wartet mal. Mathe-Test. Hier oben, gemischte Textaufgaben, war alles richtig, sehr gut. Hier war das zweite und. Wieso ist das falsch? Skonto. Skonto ist doch. Skonto. Skonto ist ein Rabatt bzw. ein Preisnachlass, den der Lieferant einer Ware seinem Kunden für die schnelle Bezahlung der Rechnung gewährt. Genau. Wie hoch ist der Rechnungsbetrag, wenn Herr Meier die 2% Skonto bei Barbezahlung nutzen möchte? Wenn er doch 2% Skonto bekommt, zahlt er doch nachweislich 2% weniger. Dementsprechend muss das doch richtig sein. Klärt mich gerne auf. Achso, wir sind bei den gemischten Textaufgaben. Never mind. Hallo, ja, natürlich, ja. Okay, verstehe ich. Das letzte Dreisatz. Ja, da habe ich ja gesagt, dass ich da nicht sicher bin. Okay, wir gucken nicht mehr, was der Rest falsch war, weil ich habe das gerade geschlossen. Shit. Aber nun gut. Ich glaube, wir haben uns gar nicht mal schlecht geschlagen. Das, was mich am meisten interessiert, habe ich auch tatsächlich alles richtig. Das freut mich sogar ein bisschen, muss ich gestehen. Und mich würde auch freuen, wenn du dieses Video jetzt mit einem Daumen nach oben bewerten würdest und mir sagen würdest, ob du mehr Bock auf solche Quizzes hast. Wenn ja, auch gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich jetzt bei dir fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, mach's gut. Ciao.